löschen. Heute in der Nachtschicht, wie laut ich schon schrieb. Ich muss um eine lustige. Ist das okay? Das passt. Meine Tabelle gleich mal. Meine Notizen brauchen. So. Oh. Das könnte man sollte vielleicht echt einfach alles nach der Runde machen. So, wir starten schon mal. Schon mal hier ein bisschen rum. Ne, und dann gucken wir mal. Mal Regen. So, ich husch mal hier die Wand hoch. Ansonsten kann man easy nachjoinen. Und sage ich, habe letztens versucht, noch mal ein bisschen privat Reinkampf zu zocken und holy shit. Das ist furchtbar. Nee, das ist, weiß ich nicht, abartig. Das macht leider nicht ganz so viel Spaß. Gerade, es tut mir leid, aber Nintendo. Nee. ist halt nicht cool. Nintendo kann das nicht. Nee, Nintendo kann kein Online. Und das ist Splatoon zeigt mir. Gerade Splatoon zeigt mir halt immer, dass ich es nicht kann. Ist halt hart, weil ich find's halt. Bei so Mario Kart stört mich das nicht, ne? Wenn ich den abschieße und ich treffe den und der fährt trotzdem weiter, weil er eigentlich ein Item hat. Meinetwegen, ja, Mario Kart ist eh so ein bisschen, aber wenn ich gerade so ein bisschen auf Rang spiele, dann ist das Ungeilste, was passiert ist, wenn ich durch Delay sterbe. Boah, ich, nee, da habe ich keinen Spaß dran, bin ich leider ehrlich. Das, nee, Nintendo darf sowas nicht machen. Nintendo sollte einfach wieder, ne, alle haben ja gesagt, so, wir brauchen Online-Spiele, nein, braucht. Gute Online-Spiele. Nintendo kann keine guten Online-Spiele machen. Also sollten sie lieber Offline-Spiele machen. Im Couch-Core, es tut mir leid, aber. Boah, ich war so. Also ich war einfach. Es hat mich einfach nur frustriert, ey. Splatoon Online. I'm so sorry. Es wird wahrscheinlich in Splatoon 3 nicht besser. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen motivierter, dann wieder zu zocken, aber. Ich weiß gerade gar nicht, was es für Maps gibt. Ich muss gleich mal gucken. Die Map ist. Mann, ey. Boah, ich finde Sniper-Spiel. Ich weiß, ich bin immer überrascht, ey, wie krass die einfach reinpfeffern, ey. Warum will eigentlich Discord mich immer fragen, ob ich irgendwas wechsle? Nein, Discord, ich will nichts wechseln. Ich will einfach meine Ruhe. So, Fun Fact, es war sogar wieder Camp Triggerfish, als ich Rangkampf gespielt habe. Und irgendwie das immer gefühlt Camp Triggerfish. Ich weiß nicht, ob die damit triggern, traurig. Das macht mich miesel traurig. Aber das ist okay. Ne, einmal kurz hier switchen. So, schnell. So. Manta Maria, sehr schön. Oha. Ich mag die Map. Ich spiel gerne hier drauf. Aber die ist halt viel zu selten. Für meinen Geschmack viel zu selten. So, einen Regen. Als ob da wer hochkam, hä? Wie ist der jetzt hochgekommen? Und hey Nick, was geht? Lang nicht gesehen. Lebst ja noch. Alles gut bei dir, Nick. Wie kommt man eigentlich? Kommt man da einfach so hoch? Nee, nee, das muss außenrum gekommen sein, ne? Muss ja, ne? Gibt ja. Ich überlege, ob ich gleich meine Waffe vielleicht mal wieder wechsle, so ein bisschen.
Na, Bombe! Boah, das ist doof, das ist Banane. Ah, das ist okay. Ah, da kommt wer da. Seht ihr, der fährt da das alles ein. Vielleicht haben wir hier noch ein bisschen. Als ob der nicht kaputt geht. Wie oft muss ich die denn treffen? Ey, Alter. Mein ja, der hatte eine Kugel, aber ich habe den ja jetzt so ein paar Mal auch getroffen, ey. Boah, ey, das ist so furchtbar. Geht nicht kaputt. Es ist halt unvermeidbar. Schade! Schade! Ah, okay, das kommt aus Japan, okay. Ja, da ist natürlich der Endling natürlich viel, viel heftiger. Der weiß noch nicht einmal wahrscheinlich, dass ich gerade da stand. Boah, ey. Abschlussprüfung, wie liefen die denn? Wie liefen Abschlussprüfung? Während Splatoon ist doof. Da habe ich höchstens vielleicht so ganz kurz Zeit, aber ich weiß, ja, ich meine, im Worst Case kriege ich es ja hin. Was gibt's denn an Monkey? Oha. Nom 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 nom. Ah ja, klar, ist oder? Hanno bestanden, ja, viel gewinnt, nice. Nee, aber bestanden reicht ja, ne? Das ist ja schon mal was Gutes, sehr schön, Nick. Kannst ja, you can really proud of you. Ist doch schon mal sehr, sehr nice. Oha, Level 56. Und Akos, danke für den Lurk. Kann ja, ich denke mal, das geht schon. Das ist auch während Splatoon. Sollte kein Thema sein. Ich bin Multitasking fähig. Wenn es um Essen geht. Außer es ist, also ich glaube, so online ist, glaube ich, immer am angenehmsten. Weil ich halt immer diese Pausen zwischendrin habe, ne? Man wartet auf Spieler und so ein Kram. Ich glaube, das ist am ehesten. Das ist halt nicht so wie Hyrule Warriors oder so, wo ich dann halt, oh no, irgendwie ne, damit beschäftigt bin, einfach immer loszuziehen und so. Und auf eh niemand, ich werf die Bombe ins Wasser. Ich wollte die Waffe wechseln, ne? Habe ich gut gemacht. Ja, natürlich macht er mal kaputt. Wieso kriegt er mich einfach One-Hit kaputt, ey? Und furchtbar. Furchtbar. Genau das meine ich. Ich bin ihm voll ausgewichen, aber der trifft mich. Weil ich in seinem Spiel ja noch nicht ausgewichen bin, weil das ist ja ein Delay von einer halben Sekunde bis Sekunde. Ne, da hat er ja genug Zeit zum Zielen. Also von daher. Und jetzt stellt euch mal vor, das sind halt Leute, wir spielen jetzt nicht Revierkampf, Casual, sondern wirklich alle Rang X Profis. Warum die das wohl schaffen? Nintendo braucht keine Server, die können auch ohne Kacke sein. By the way. Achso, ich glaube, du hattest mir für den das falsche Dingsbild geschickt, kann also. Kann das sein?
Nee, das ist richtig komisch. Aber dann zeigt, muss ich bei Discord mal gucken. Irgendwie zeigt das das komisch an. Ich habe auf Discord irgendwie ein Emote, da hat er das. Muss ich mal gucken, was da gemacht wurde. Ich bin auch irritiert. Habe ich vielleicht das GIF hochgeladen und dementsprechend, aber es kann das GIF nicht abspielen und deswegen hat es das erste Bild drin. Wo kann ich denn der Emoji? Emoji? Hä? Nee, es ist gar nicht. Es ist irgendwie richtig. Warum ist es denn aber... Hä, ist es mehrfach drin? Okay, das ist... Ja, genau, das ist das von Twitch. Ich weiß nicht, das, ja, genau. Nee, okay, dann ist alles richtig. Es hat mich so irritiert, dass ich da erstmal das Bild falsch hatte und so. Und dann sehe ich gerade, okay. Ja, gut, okay. Nee, alles passt. Easy peasy. Easy peasy. Ich wollte die Waffe wechseln, ne? Komm ich. Nein, Ma, ich bin den Tinten schon so gut ausgewichen und dann falle ich ins Wasser. Und hey, Lausi, willkommen zurück. Was geht? Der Regen das Regeln. Das ist der Regen der Regel. Als ob. Hey, ich war sogar außerhalb der Reichweite. Oh, ich hasse das. Ich hasse es, Blende. Ich war voll außerhalb der Range, ey. Das ist so Banane, ey. Da ist eine Rolle auf der Seite. Okay, da kommt eine Hamsterkugel. Ist das unser Schrein? Nee, ne? Boah, ey. Musst du noch deinen Kuchen auch essen? Das ist okay. Eigentlich wäre jetzt schon Among Us da, ne? Ja, bisschen ungewohnt, aber. Waffe wechseln. Dankeschön, Haribo. Danke fürs Erinnern. Das muss ich trotzdem bestätigen, ne? Nein, Quatsch. Wir wechseln natürlich die Waffe.
sie auch ums Geheim Bäcker oder so Konditor. Konditor. So, schön den Anfang einfärben, damit ich meinen Regen bekomme. Und dann gehen wir auf die Jagd. Warum schwimmt Banana mir hinterher? Ey, was ist los mit dem? Keine Tinte mehr, geil! Mir geht die Tinte aus, wenn ich ihn voll erwischen würde, ey. Boah, doofe Sache, ey. Notiz an mich, hinterherjagen, doofe Idee. Wenn man den nicht kriegt, dann sollte man einfach wieder, vor allem wenn er einfach ein Kack-Sniper ist, ey. Nein, als ob, ey. Schönes Raketen, ey. Mal gucken, ob ich in den Sniper reinkomme. Nein, ich roll da rein! Boah, wie schlecht ich einfach bin, ey. Das gibt's nicht. Ich bin's. Was ist los mit mir? Ich habe gar nicht die Möglichkeit, irgendwas zu reißen, ey. Okay, vielleicht liegt es auch daran an mir, dass ich im Bankkampf nichts hinbekomme. Oh, da ist ein Gegner disconnected, lol. Ja gut, GG. Ich hab trotzdem keine Chance. Du bist nicht ganz wach. Ja, Splatoon ist halt das erste Spiel. Ne? Es ist halt früh am Morgen, ist ja gerade erst 10 Uhr. Ja, Tintenshot. Was soll ich denn gegen Tintenshot? Achso, wir haben auch ein Disconnect. Was ist denn los mit den Leuten, ey? Geht euer mal Internet im Griff, ey. Das sollte ich nicht so laut sagen. Ach komm, ey. Oh, ey. Ist doch ein Scherz, ist doch ein Scherz. Ich wurde nur getötet. Was ist das denn? Das ist doch ein fucking Scherz. Krieg ich nichts mehr, ne? Ja, aber der eine ist doch auch disconnected, oder? Warum wurde der denn noch mit Punkten angezeigt? Da bin ich irgendwie sehr, sehr wählerisch. Egal, wir sind wieder auf dem Schiff. Denn ist ein, oh, das ist ein Sniper, ey. So, geht doch endlich mal. Erster Treffer. Wir kommen zweiter Runde. Oh, wie gemeint. Schnell weg. Nein, natürlich komme ich nicht weg. Natürlich. Schade, dass ich alleine im Spiel, ey. Ich wünsche, ich hätte einen gleichen. Wow, richtig, richtig gut.
Keine Chance. Das macht mich traurig. Boah. Ja, das habe ich voll verdient. Als ob ich da. Ja, als ob ich gar keine Chance hier hätte, ey. Was ist denn los? Oh, keine Zinte mehr, ey. Ja. Schade. Ansonsten kann ich auch einfach gleich mal gucken, was Rangkampf ist, ne? Was für ein Modus ist, ne? Könnte ich auch mal just for fun gucken. Aber ich weiß nicht, irgendwie Rangkampf reizt nicht irgendwie nicht so sehr. Aber hier hätte ich Manta Maria, ne? Ich glaube, auf Dingens ist da halt gerade eben nicht, ne? Ich muss sagen, da spiele ich lieber auf Manta Maria ein paar Runden. Gut, wir haben auch zwei Sniper im Team, ne? Ist halt auch immer bei Revierkampf ein bisschen doof. Nochmal auf dem Boot. Wir haben die tolle Farbe. Wir haben eine schöne Farbe. Oh, Kugel hätte ich auch irgendwie gerne. Mann. Ja, ich hasse den Strahl. Mal diese Banane, ey. Jetzt haben die zwei Sniper. Nein, oh, der kann da rüber spritzen. Hauptsache ich treffe mit meinen Stinkebomben. Ach, der hat mich jetzt erwischt, okay. Okay, da versteckt sich einer. Beziehungsweise verstecken ist relativ, ne? Okay, der bleibt noch da drüben auf der Seite.
Okay, der hat seinen Shock gewastet, das ist okay. Und der kriegt mich trotzdem, Achso, der scheiß Strahl hat mich erwischt. Kann ich da rüber jumpen einfach? Ich spring mal zu dem. Und ich stand da hinter dem. Ja, lohnt sich nicht mehr. Naja. Aber sieht nach einem Sieg aus. Okay. Heute sind echt ein paar Maps dran, die seltener dran kann. Und wir sind rosa. Nein, ich hasse Tintenschock, ey. Das ist so ein feiger Angriff, ey. Das ist doch so feige. Mann. Ja, kommst du nicht rüber. Sehr schön, so muss das sein, so muss das. So geht das. Und der Delay einfach, bis eingeblendet wurde, dass ich ihn gekillt habe. Auch. Oh, nice. Nein, er war hinter mir. Schade. Ich glaube, das Gute ist ja, oft werden die Waffen, die Spezialangriffe werden ja komplett überarbeitet immer, da kommen dann ganz neue rein. Damals war das der Tinten-Titan, der ziemlich arschig ist. Und jetzt ist es der Tintenschock. Damals gab es ein Special in dem ersten Teil, da hast du dich einfach in den Tintenfisch verwandelt. Die Waffe habe ich immer gespielt. Ich habe eine Schusswaffe genommen, ganz normal schießen. Und sobald ich Angst hatte, zack, Tinten-Titan, dann ist man kurz unverwundbar, man schreddert durch alle durch einfach. Das ist wie Tintenschock, nur in noch feiger. Und das habe ich gespielt. Da bin ich bin mal gespannt, was es dann neuen Waffen geben wird. Mal gucken. Also ich bin echt gespannt, was dann am Ende auch so von der Waffenkonstellation, ne? Also da bin ich ja mal gespannt. Ja, Tinten Inferno war auch mega gut, weil du halt, weil man super lustig ist, dann auf den Touchscreen die Karte gehabt und hast einfach angetippt und dann BAM! Kannst ja jetzt immer machen.
Boah, keine Ahnung, was gab's denn da? Ich hab Splatoon 1 leider nicht so lange gespielt, ne? Ja, diesen Strahl, den gibt's halt in Smash Bros. Ultimate sogar als hier so ein Ultra Smash. Das war die Ulti. Nein, Mann, als ob, ey. Aber. Ja, die. Und die war halt so ähnlich wie der Strahl, ne? Boah, was gab's denn noch, ey? Weiß ich gar nicht. Müsste ich nachgucken. Ah, shit. Aber interessant wäre das schon. Erinnert sich wieder an den Strahl, okay. Hm. Ach, gerade lebt gar kein Gegner, ey. Hm. Ich treffe einfach gar nicht, ey. Den habe ich getroffen. So, ganzes Team ausgewiped. Nice. Ah, gar keine Tinte mehr, doch. Ja, genau, das war so wie so ein Schallwellenangriff. Genau, das war kein, also ja, Strahl ist jetzt relativ, ne, war mehr so diese Schallwellen. Splatoon 1 Ultimate. Da ist Special Weapons. Die Tintazuka, genau, diese, wo du dann so Wirbeldingens schießt. Bam! Die gab's auch noch. Bubbler? 2, 4, 6, 7 Stück gibt es. Kraken, ein Killerwal, ach, diesen Schuss, die Bazooka, dann diese Schussrakete, Bomben, Special. Und ja, vom Schild habe ich auch gar keine Mal, weiß ich nicht mehr, es gab eine Bubble. Kann ich mich null daran erinnern. Ja, aber an die Bazooka erinnere ich mich und diesen Echolot, ja, ich fand die irgendwie. War okay. Wie oft muss ich den denn treffen, ey? Wie geil, das macht voll Spaß, ey. Ja, was wollen wir machen? Haben Disconnect, schade. Reine Supporter für meine Zeit.
Ja, so muss das aussehen, ey. Nein, als ob der mich trifft, ey. Natürlich trifft er mich. So muss er aussehen. Ja, da fühlte sich jemand zu sicher. Ja, da kommt einfach hinten. Ja, ich hab keine Tinte mehr. Wutz. Okay, trotzdem gekriegt. Ohne Tinte geht auch. Ich hab ihn einfach mit der Waffe verhauen. Und regeln wir noch, ey. Vor allem jetzt ein richtiges Comeback, ey. Nein, aber egal, okay. Ja, können wir gar nicht gewinnen können. Also ich glaube, die Siegeschance war echt bei, weiß nicht, vielleicht 3% oder so. Lief nicht schlecht, ich meine, dafür ein Drittel. Normalerweise wird man richtig überrannt. Ja, beim ersten Mal gab es 2, 4, 6, 7. Dann gibt es 2, 4, 6, 8, 10, 11 im zweiten Tag. Geht in meiner Lobby mit, ne? Ah, nicht! Oh. Ja, gut, aber ich muss sagen, also, ich glaube, Bomben-Special ist so das, was halt irgendwie immer ist. Ich weiß nicht, halt Bomben-Special. So, keine Ahnung, was Bomben im Spiel und dann ist die Special ganz viele Bomben werfen. Ich glaube, das ist so Canon. Also deswegen, also ich muss sagen, groß, ich habe auch nicht so viel Splatoon 1 gespielt. Also online. Ich habe, bis ich Max Level war und dann war es das für mich. Ich habe da einfach nicht genug gespielt. Also der zweite Teil war echt der Teil, den ich wirklich ausführlich gespielt habe. Und da auch die meiste Zeit reingesteckt habe. Nein! Oh shit, den habe ich nicht gesehen. Ah, komm ich nicht ran, ey. Keine Reichweite. Jawohl, getroffen, nice. Got it. Okay, ein bisschen Angst, ich werde hier. Man lauert mir auf, ey.
Da bist du der Feuermelder. Selina kocht wohl gerade. Ich weiß gar nicht, ob man das immer noch hört. Ich mach mal so lange den Kopf von aus. Ich guck mal kurz, was da ist. Ich gehe mal ganz kurz aus der Lobby. Das ist ja... Es tut mir leid. Bis gleich. Gemerkt hat, dass er qualm war durchs Kochen. So. Damit der. Na. Okay, ich kann den. Okay, passt perfekt. Okay, passt alles. Ja, ist halt manchmal vor allem, das ist halt, der ist halt im Flur und die Küchentür ist ja auch nicht da. Also von daher, dann kann man halt die Küchentür nicht zumachen. Mal. So. Ich wollte gerade sagen, als ob ich den nicht kriege, ey. Nein, da kommt noch einer! Wir hatten damals auch, glaube ich, einen in der Küche, also in der WG. Es kommt, glaube ich, auch darauf an, wie sensibel die Dinger sind. Das ist, glaube ich, auch so das erste Mal, dass der ausgeschlagen ist. Also passiert jetzt hier, glaube ich, auch zum Glück nicht oft. Ah ja, vielleicht direkt in der Küche. Am besten so über dem Herd, so dass sobald die Pfanne angeht, dass er losgeht, damit jeder weiß, dass man wieder Essen macht. Das ist doch eigentlich was Gutes, ne? Mann! Heimlich geraucht. Ich würde es nicht sagen, heimlich war es jetzt nicht. Nein. Ja, genau. War kein Feueralarm, sondern Essensalarm. Dann wusste jeder, oha, Essen. Und dann konnte man halt direkt hingehen und fragen, hey, hast du noch was übrig? So wie man das halt normal in WG macht. Aber dann mache ich mal die Cam nebenbei aus, dann kann ich ein bisschen futtern. Kann ich, glaube ich, auch das. So, ein bisschen hier Platz machen, easy.
Dankeschön, Haribo. Ach, ich hab irgendwie gerade Regen im Kopf gehabt. Leute, erwischt! Texas, Biene. Das war eine Biene! Das kommt davon, wenn man immer mit denselben Waffen spielt und dann wechselt man einmal, ne? Und dann hat man plötzlich gar keine Ahnung mehr, was man macht. Haben wir denn, ja, dann ist das aber auch die letzte Runde, dann wechsle ich zu Mario Kart und mache ich gleich eine Lobby auf. Machen wir heute 2 Stunden Mario Kart, machen heute auch den Battle Modus. Und ne. Wobei, da komme ich gleich hinterher. Schade, kein getroffen, ey. Oh, Regenschirm hätte ich auch gerne mal immer spielen können wollen. Ach, erwischt. Der eine, denn, der haut mir halt zu sehr, ey. So ein scheiß Regen, ey. Ja, scheiß drauf. Wenn der damit zu sehr beschäftigt ist, hier durch die Gegend zu fliehen. Endlich mal, ey. Ich wünsche, das würde öfters so laufen. Okay, aber ich hatte keine Tinte mehr. Ja, das stimmt. Schöner Abschluss mit Mantare Maria. Den haben wir noch Lady Mifa kaputt gemacht. Das starf sie nicht zum zweiten Mal. Nein, zum ersten Mal. Schade. Und wechseln zu Mario Kart. No!